Lieber Löwe, herzlich willkommen zu deinem Dezember-Taroskop, Dezember 2024. Schauen wir, was der letzte Monat des Jahres für dich bereithält, was er dir bieten möchte, was wird wichtig und ausschlaggebend, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was jedoch aber eventuell von dir auch ganz außer Acht gelassen werden sollte. Worauf solltest du vorbereitet sein? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Löwe, bitte. Ende gut, alles gut. Du gibst auf. Es ist aber eher ein inneres Durchringen, ein Ringen, eine Sache zu beenden, auf dass sie endlich beendet ist. Etwas, ups, was dich erschöpft hat. Die Karten fielen mir in den Schoß. Ja, definitiv. Wunderbar. Vier Karten. Wo bleibt die Genugtuung? Dieser Satz ist da. Wo bleibt die Genugtuung? Was ist für dich Genugtuung? Ist es etwas im Außen oder ist es etwas im Innen? Das Außen spiegelt dein Inneres wider, lieber Löwe. Und die Sache ist die, zwei Menschen, der dritte öffnet seine Tür nicht. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die Tür zum Herzen. Das darfst du im Dezember erkennen, dass du bisher gegen etwas angekämpft hast, dich bemüht hast, doch all die Jahre oder gar die letzten 17 Monate. Nein, ich denke, das ist das, was du aufgibst. Es ist die Suche nach Anerkennung, es ist die Suche, es richtig machen zu wollen, gut genug zu sein. Ein Findelkind wird ausschlaggebend, ein Waisenkind wird ausschlaggebend und die Sache deiner eigenen Kindheit . Wo war ich allein? Wann war ich allein? Warum war ich allein? Dein Geistführer wird dir Antworten übermitteln, wird dich zu den Antworten führen. Und ich denke, du wirst sehr, sehr viel Kraft daraus schöpfen. Du wirst diesbezüglich einen sehr hellen Aha-Moment haben und diesen hellen Moment auch mit anderen teilen. Du wirst ein Licht für die anderen werden im Dezember und das ist sehr gut, lieber Löwe. Schauen wir uns dein Hauptthema an. Auch heute noch gibt es diesen Menschen oder einen Menschen, der genauso gleich handelt wie dieser Mensch, der dir sein Herz nicht geöffnet hat. Doch du darfst erkennen, dass dieser Mensch selbst gar keinen Zugang zum eigenen Herzen hatte. Und dieser Mensch, der jetzt in deiner Nähe ist, in deiner Umgebung ist, darfst du feststellen, dass dieser heute noch an deiner Seite ist, um es dich erkennen zu lassen. Drum frage nicht, was mache ich falsch, wo bin ich nicht gut genug, warum ist dieser Mensch so, wie er ist. Nimm ihn einfach an. Er ist einfach so. Es muss nichts mit dir zu tun haben. Im Gegenteil, es hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht bist du der Trigger und dieser jemand triggert wiederum dich. Eine Dauerschleife. Doch du darfst jetzt bis Ende Dezember, im Speziellen bis 23. Dezember, darfst du erkennen, das Rätsel wird gelöst. Und es darf auch in dir, wie man so schön sagt,
geheilt werden. Also du lässt das Thema los, dass du unerwünscht warst, bist, dass du nicht gut genug bist und dass du immer viel zu viel geben musstest, auf das du dann doch nicht bekommst, was du dir erhofft hast. Großes, großes Thema, fundamentales Thema von den meisten Menschen von uns, du lieber Löwe, darfst es für dich jetzt im Dezember knacken. Dein Bewusstsein wird erweitert, du steigst auf eine neue Frequenz, auch du möchtest dich befreien, du möchtest ein Freiheitsgefühl dorthin gehend in dir spüren, dass du sagst, ich möchte endlich so leben, wie ich möchte. Ich möchte mein Leben so erleben, wie es sich mir darstellt. Doch auch da, lieber Löwe, es geht darum, erlaubst du es dir? Eine rote Adventskerze darf nicht vergessen werden, gelöscht zu werden. Dann ein Stier, gut möglich, der dir bei einer Sache hilft oder zu etwas verhilft. Du wirst im Dezember dich auf eine innere Reise der Weiterbildung begeben. Gut möglich, dass sich das im Außen äußert, dass du, wie kann ich dir sagen? Ja, dass du tatsächlich Seminare buchst, besuchst. Für einige von euch werden Familienaufstellungen sehr, sehr wichtig und irgendwelche, sie sagen, astralen Konstellation, astralen Kommunikation. Ja, vielleicht auch Astralreisen. Who knows? Jedenfalls, du darfst dir im Dezember das Fundament, dein Fundament ansehen und schauen, wo hast du aufgebaut, wo das Fundament wackelig ist, wo hast du aufgebaut, wo es wirklich felsenfeste Pilaster sind. Ja, und ich denke, im Dezember wirst du nicht nur hinsehen, sondern du wirst handeln. Dort, wo das Fundament wackelig ist, lieber Löwe, wirst du gut möglich einreißen bzw. stehen lassen und weitergehen. Manche aber werden sagen, nein, das bleibt und umbauen, verfestigen. Ja. Es kommt gerade diesbezüglich für einen ganz bestimmten Löwen, ist eine Lymphdrainage wichtig, beziehungsweise mehrere Lymphdrainagen wären sehr gut. Da, wenn es mehrere sind, da braucht es 5 Lymphdrainagen. Gut, gehen wir in die Details, lieber Löwe, schauen wir uns an, was sonst noch so durchkommt. Du bist sehr stolz auf jemanden, lieber Löwe, doch du sprichst es nicht aus. Vielleicht würde das diesem anderen guttun, es mal von dir zu hören. Auch kann es möglich sein, dass du andere Menschen aufklärst oder belehrst, aber nicht im Sinne, was du nicht für naseweiß bist und die Weisheit mit Löffeln gefressen hast. Sorry für diesen Ausdruck. Nein, sondern dass du ihnen etwas übermittelst, dass du ihnen etwas beibringst. Das wäre ganz, ganz wundervoll, falls du da die Idee hast dazu oder die Möglichkeit, tue es im Dezember, vor allem um den 16. ist die beste Gelegenheit dazu. Dann, falls du mit einem Steinbock verbunden bist, dieser Steinbock scheint an dich gefesselt, du gefesselt an den Steinbock und keine Macht dieser Welt kann euch trennen. Doch sie wird nun getrennt. Der Steinbock macht sich auf eine Reise, der Steinbock verselbstständigt sich, der Steinbock schneidet die Nabelschnur ab, der Steinbock wird selbstständig, hat seinen eigenen Willen
Und ich würde sagen, um den 6. Dezember wirst du vom Steinbock, zwischen dem 6. und 15. Dezember wirst du vom Steinbock hören. Dann ein Wassermann an deiner Seite. Dieser Wassermann um den 17. herum wird dir Impulse geben, Inputs geben. Doch es sind Inputs aus einer eigenen momentanen Unsicherheit heraus. Das heißt, hör hin, doch Samthandschuhe. Dann haben wir hier ein weibliches Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion. Gut möglich, eine sehr, sehr liebevolle mütterliche Energie. Diese ist da, doch sie ist nicht da. Und ich denke, sie wird sich zu erkennen geben, etwas zu sagen haben. Sie möchte Ruhe, heißt es. Und sie weist dich auf den Jahreskalender hin. Dann, du lieber Löwe, beschließt, viele gute neue Vorsätze fürs neue Jahr. Doch lassen wir das bitte immer mit den Vorsätzen, denn wir halten sie eh nie ein. Doch du beschließt, einiges anders machen zu wollen. Und dieses Einige ist ein Dominoeffekt. Der erste Gedanke, den du haben wirst, ist, du möchtest mehr Drive im Leben haben, mehr Euphorie, mehr Elan, mehr Motivation, mehr Freude, mehr Leichtigkeit. Du siehst jemanden, gut möglich, jemanden, der sich zeigt auf einer Vorstellung, also im Theater, im Zirkus, jemand, ein Speaker, whatever. Doch dieser jemand tut dies, was er tut, mit so viel Hingabe, mit so viel Gnade, höre ich, mit so viel Leichtigkeit, dass du dir daraufhin überlegst, was tue ich eigentlich? Was tue ich eigentlich mit Hingabe? Und das ist der Startschuss, hinzusehen, pack den Stier bei den Hörnern, würde ich mal sagen. Eine Reise wird ausschlaggebend, wo Krater sind. Ebenso für manche der Orient ausschlaggebend. Und ich denke, du wirst dir vielleicht kurzerhand entschlossen, wirst du sagen, weißt du was? Ich verreise, ich gönne mir diese Reise, ich buche eine Reise. Und es ist eine Reise, die einen neuen Blickwinkel auf das Leben gibt, auf die Wunder der Welt, auf das Wunderleben. Und du einen Zwilling endlich verstehen lernst. Du fühlst dich wieder mehr du selbst. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao.